Hallo, jetzt kommen wir auf den Verlosche Zockkanal zur weiteren Folge FIFA 22. Und ja, Leute, wir sind hier immer noch mittendrin in der Saison natürlich. Ihr seht es ja nochmal da in der kleinen Tabelle. Wir sind 8 Punkte hinter Brentford. Wir müssen mal gucken, dass wir die Playoff-Spots hier safen. Wenn wir es wirklich schaffen, vor Blackburn irgendwann so bei 10 Punkten zu sein und es geht dann in Anführungsstrichen nur noch darum, ob man am Ende 5., 6. oder 3. ist, dann könnte ich dann noch die ersten Spiele simulieren. Wie gesagt, nach oben glaube ich nicht, dass nochmal was gehen wird. Wenn doch, dann spiele ich natürlich so lange, bis es dann mehr oder weniger inoffiziell, offiziell fertig ist, dass man nicht mehr direkt aufsteigen kann. Aber wenn es jetzt so sein sollte, sagen wir haben noch 8 Spiele zu machen, 10 Punkte hinter dem direkten Aufstiegsplatz, aber 10 Punkte vor einem Nicht-Aufstiegsplatz, dann werde ich ein bisschen simulieren. Dann haben wir ein etwas schnelles Ende der zweiten Liga. Aber solange das nicht da ist, wird natürlich alles gezockt. Ihr wisst, ich liebe es auch zu zocken. Ich mag es auch nicht zu simulieren, um ehrlich zu sein, wenn dadurch die Ergebnisse beeinflusst werden oder die Geschehnisse in einer Karriere. Ich finde immer, das fühlt sich so falsch an. Wir haben auch bald noch das Spiel gegen Tottenham. Das wird wahrscheinlich das Highlight dieser Saison sein, vom Gegner her. Aber bevor wir zu den großen sportlichen Highlights kommen, gehen wir erstmal ins Duell hier gegen Millwall und hoffen, dass wir hier erfolgreich das Ganze bestehen können. Gucken wir uns die Aufstellung von Millwall an. Bialkowski im Tor, Romeo, Muller, Wallace, Cooper, Malone, Leonard, Saville, Bury, Bradshaw und Bennett. Das Ganze in einem 5-2-3-System hier beim FC Millwall. Übrigens, Leute, wenn euch noch realistische Managerspiele interessiert, dann abonniert mich mal gern bei Twitch, Veloce Live heiße ich da. Da spiele ich nämlich den Football Manager mit Dinamo Zagreb in Kroatien in einer etwas exotischeren Liga. Und wenn ihr auf Realismus steht, Football Manager ist wirklich Realismus ohne Ende. Auf jeden Fall hier die Aufstellung von Southampton jetzt mit Maximenko, Tese, Thuram, Sebe, Salisu, Gilmore, McGinn, Vrijelko, Ramsey, Bjørkan, Wissen, Nketiah, Gilmore heute für den rot gesperrten Loftus-Cheek mit dabei im 3-6-1-System. Und natürlich auch, Leute, wenn euch dieser Kanal gefällt, abonniert, lasst ein Like, Kommentar da. Ihr wisst, ich will euch damit nicht immer so viel nerven, deswegen erwähne ich es nicht immer. Ab und zu muss man es aber auch mal tun. Aber reicht jetzt hier mit der Eigenwerbung. Gehen wir rein ins Duell hier. Millwall gegen Southampton. Ja, der Pass auf Bennett jetzt hier. Millwall versucht es über die linke Seite. Der Pass in den Strafraum war sehr gut. Jetzt vielleicht hier gleich die Schussmöglichkeit. Oh, Maximenko! Das gibt's nicht. Super unglückliches Gegentor. Super unglückliches Gegentor aus der Sicht von Southampton. Millwall wird es egal sein. Bennett freut sich. Ah, das ist bitter. Hier sehen wir nochmal. Der Pass in die Mitte, der Schuss. Maximenko hat den und dann ja, landet der Ball halt vom Pfosten gegen ihn. Was willst du da machen? Gar keine Schuld an den Keeper, der hier am Aufstehen ist und dann gegen sein Knie, gegen seine Schulter. Er kann da nichts machen. Ist ein super unglückliches Eigentor von Maximenko. 1-0 Millwall. Ja, der Laufweg von Malone, der Pass war sogar noch besser. Aaron Ramsey gut gespielt auf Nketiah, da läuft jetzt McGinn. Wenn er den Pass richtig spielt, der Pass war nicht optimal. McGinns Schuss wurde abgefälscht, aber der Pass von Nketiah war schon nicht optimal. Jetzt McGinn verwertet den Ball aber nochmal. Aaron Ramsey spielt den da auf Gilmore. Ramsey. Gilmore. McGinn, jetzt hier Aaron Ramsey. Nochmal auf Gilmore gespielt. Nketiah auf Wilson, der hat die Schusschance. Der zieht den einfach rein. Starkes Ding von Wilson. Gut zusammengespielt von Southampton. Die haben hier eine Lösung gesucht. Wilson hat dieses bisschen am Platz, was er hatte, genutzt und hat den Ball gleich mal reingefetzt. Schönes Ding hier von Brandon Wilson. Ja, die Millwall-Fans sind nicht so glücklich damit. Aber hier sehen wir es nochmal. Gutes Passspiel. Ramsey, Gilmore, Nketiah gleich weitergespielt. Und dann nutzt Wilson hier dieses bisschen am Platz durch 3 Spieler. Ist natürlich auch schwierig für so einen Keeper. Wenn da eigentlich 3 Spieler, hier sieht man es glaube ich nicht perfekt, obwohl ja doch 3 Spieler relativ eng auf einem Raum sind und dann fliegt der Ball da durch. Das ist nicht immer ganz so einfach für einen Keeper, den dann zu halten. Es steht 1-1, Southampton ist wieder zurück in dieser Partie. Björk haben gut erobert eben. Wilson. Wilson hier mit diesem Pass auf Björk haben, der ist nicht schlecht. Björk haben stoppt er ab. Spielt den da nach hinten. McGinn mal mit einem Schussversuch gegen die Latte. Der hatte sich noch gut gesenkt. Wirkte erst gar nicht so. Starkes Ding von McGinn. Ja, vielleicht weckt das hier so ein bisschen in Southampton auch auf. Ja, und der Abseitsfall hat nicht so gut funktioniert. Bradshaw. Bradshaw mit dem Lupfer. Der ist überragend.
Der ist überrang, der nutzt das, dass Maximenko ein bisschen weiter nach vorne kam und nutzt das. Und Millwall ist momentan auf Platz 23, also es wäre ein riesen Sieg für sie. Ein riesen Sieg, hier sehen wir es nochmal. Dann die Abseitsfall, die klappte nicht ganz, dann der Zweikampf, das war gut mal von Bradshaw, bisschen vorgekommen von Maximenko. Das war schon der Tod, mehr oder weniger. Tom Bradshaw mit dem Treffer, Doppelwechsel jetzt bei Southampton, die jetzt hier in den Rückstand hinterherrennen müssen. Aber man kennt es auch nicht anders bei dieser Mannschaft. Die spielen zwei Spiele super, zwei Spiele eher bescheiden. Es ist ein Auf und Ab, das seinesgleichen sucht. Man kann wirklich sagen, konstant und konstant. Die Chance zum Flanken, ja, nutzt er noch nicht. Wollt den Court spielen, Bradshaw. Boah, der war zu einfach. Ja, das ist zu einfach gespielt. Das ist zu einfach gespielt, wie es hier Millwall spielen darf. So wird das nichts für Southampton. Hier sehen wir, dass Bradshaw hat viel zu viel Platz, darf den da reinlupfen. Das ist nichts Gutes von der Southampton-Verteidigung. Es steht 3-1, das ist eine Katastrophe für Southampton, gegen den 23. der Liga so zu verlieren, so aufzutreten. Oh, das ist zu viel Platz, das ist zu viel Platz. Das ist einfach zu viel Platz. 4-1. Was macht aber die Verteidigung? Warum positioniert sie sich so weit weg? Ich verstehe es nicht. Warum positionierst du dich als IV 25 Meter weg von deinem Verteidiger? Che Adams nochmal mit der Grätsche, aber das Spiel ist rum. Das war eine ganz, ganz schlechte Partie, Leute. Eine richtig miserable Partie. Millwall hat das Ding hier easy going gewonnen. Absolut auch verdient. Also ihr seht es ja, ich habe wenig hingekriegt in diesem Spiel. Ich habe es aber auch schon in der letzten Folge gesagt. Direkter Aufstieg ist eh kein Thema mehr. Für uns geht es eigentlich nur darum, nach unten zu gucken, um in die Playoffs eben zu kommen. Aber ihr seht, es wird immer enger, ne? Also Blackburn ist nur 4 Pünktchen weit weg von uns, ne? Und 4 Pünktchen sind wirklich gar nichts. Klar ärgert es mich auch, dass wir die Chance nicht nutzen, irgendwie an Brentford ranzukommen, weil auch das wäre locker möglich gewesen. Wir hatten schon zig Chancen, die wir nicht genutzt haben. Aber es ist wirklich ein bisschen bitter. Wirklich, wirklich bitter, dass wir das einfach nicht nutzen. Ah, Yacine, den könnte man wahrscheinlich auch gleich mal sagen, ne? Dass er das lernt. Also, dass er das jetzt durch hat im Entwicklungsplan. Eine Woche braucht er noch, sehr schön. Also dann ist er links Außenverteidiger. Das ist okay, gehen wir aber rein gegen Huddersfield. Wir müssen einfach gewinnen. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Kommen wir uns die Aufstellung von Southampton an. Maximenko, These, Zagadou, Salisu, Bach, Barclay, Livramento, Ramsey, Yacine, Wilson, Nketiah. Einiges an Rotation hier. Ist natürlich logisch, wenn du 4-1 das letzte Spiel gegen den 23. verlierst. Da willst du einfach rotieren. Junge Spieler wie Livramento, Bach oder auch Yacine kriegen hier die große Chance, um sich mal wieder zu zeigen. Wir sind ja Spieler mit Potenzial, die natürlich nicht so häufig zum Einsatz kommen. Aber wenn die anderen Etablierten es nicht so hinkriegen, dann kriegen sie eben die Chance. Huddersfield mit Schofield, Pieper, Person, Lees, Edmund, Green, Toflow, O'Brien, Hogue, Ward, Holmes und Aarons. Die Spiele gegen Huddersfield im Pokal, im FA Cup waren immer sehr bescheiden, spielerisch, sagen wir es mal so, im 5-2-3-System. Da ging immer sehr wenig, aber wir gucken mal, ob dieses Spiel eine Ausnahme bildet. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es ähnlich sein wird wie im FA Cup, dass wir hier wirklich wenig Aktion sehen werden. Ramsey. Aaron Ramsey. Yacine über die linke Seite hatte da ein bisschen Platz. Yacine. Na, passt den rüber. Wilson. Da ist ein bisschen Platz jetzt hier für Ramsey. Nketiah zieht direkt ab, aber der ist nicht drin. Okay. Scheint also doch so, dass hier ein bisschen mehr Action sein wird. Zumindest in den ersten 3,5 Minuten. Schofield hier mit dem Abschlag. Nketiah. Oh, der hohe Ball ist super. Der hohe Ball auf Wilson war super. Den macht der nicht rein. Also Southampton mit 2 Chancen innerhalb von 5 Minuten gegen den Gegner, wo sonst in der Vergangenheit sehr, sehr wenig ging. Vielleicht bereut man das noch, dass man diese frühe Phase nicht ausnutzen kann. Freistoß jetzt hier für Southampton. Oh, der war gut. Das ist natürlich Freistoß für Huddersfield gewesen. Sorry, nicht Southampton. Und da war Maximenko anscheinend dran, okay. Deswegen hier die Ecke, die interessant geschlagen worden ist. Das ist eine gute Standardmöglichkeit. Salisu hatte den abgewehrt. Jetzt könnt ihr den Konter geben. Nein. Oder vielleicht doch. Denn der Ball ist super. Der Ball war richtig gut. Nketiah hat jetzt hier die Geschwindigkeit. Nketiah. Nketiah. Macht ihn selber. Ganz stark. Eiskalt Nketiah. Was für eine Anfangsphase zwischen Southampton und Huddersfield.
Also damit hätte ich nicht gerechnet. Southampton freut das Ganze, weil sie hier jetzt treffen konnten. Und jetzt können sie natürlich aus ihrer Sicht etwas ruhiger angehen. Übrigens, der Bug mit den fehlenden Trikotnummern und Co. bei den Spielern ist leider immer noch da. Yassine hat keine Trikotnummer, keinen Namen auf seinem Trikot, was halt voll dumm ist. Weiß auch nicht, warum man so einen Fehler nicht irgendwann mal behebt. Aber soll mir egal sein, Nketiah, unser absoluter Topmann im Sturm. Eddie Nketiah hier mit seinem 9. Tor in der 6. Partie. Wir wissen natürlich, da können wir nochmal 12, 13 Tore raufpacken. Dann kennen wir seine echte Quote. Aber nun gut, 1-0 Southampton. Gibt die Ecke jetzt hier für Huddersfield. Ah, die Ecke von... Oh, Mann, nicht gut geklärt. Barkley hatte den schlecht geklärt. Dadurch hatte Huddersfield nochmal diese Chance. Jetzt hier die nächste. Boah, klären sie wieder nicht perfekt. Aber jetzt hat hier Wilson die Chance. Wilson. Und Wilson kriegt die Chance, wenn er sich dann durchsetzen kann. Kann er aber anscheinend nicht. Gutes Tackling. Ja. Ah, das fehlt. Der Pass war super. Der Pass war super. Damit hatten sie sich gelöst, aber Maximenko hat den gehalten. Starke Parade von Maximenko. Sehr starke Parade von Maximenko gewesen. Ecke, die könnten sie kurz spielen, machen sie nicht. Yassine, das war nicht gut. Das war nicht gut, aber Loftus-Cheek ist da. Loftus-Cheek rettet hier Southampton. Kurz gespielte Ecke. Oh, Livramento. Aber und es gibt auch noch Abschluss. Stark von Livramento. Was hat hier jetzt Huddersfield vor? Southampton hat sich da hinten eingeigelt. Schafft es Huddersfield aber nochmal nach vorne zu kommen. Beziehungsweise wirklich zu einer gefährlichen Chance zu kommen. Das ist schwierig für sie. Jetzt kriegen sie so ein bisschen ihre eigene Medizin zu schmecken. O'Brien. Ah, schwierig. Aber jetzt hier über die Außen, das ist eine gute Möglichkeit. Der muss jetzt aber gleich die Flanke kommen, sonst kommen da irgendwann die Spieler und stellen dich. Die Flanke kam, McGinn klärt den. McGinn klärt den Iheanacho Wilson. Wilson. Hier nochmal Iheanacho. Und jetzt hier McGinn. McGinn mit einem hohen Ball auf Iheanacho. Das ist natürlich nicht schlecht, ihn da so anzuspielen. Iheanacho kann sich da durchsetzen, nein, nicht ganz. Aber sie haben so viel Zeit von der Uhr bekommen, dass das Spiel rum ist. 1-0 gewinnt hier Southampton. Man muss echt sagen, war ein für dieses Spiel spektakulärer Anfangsbeginn. Ihr kennt ja die Spiele, wenn ihr die anderen Folgen gesehen habt, wie sie sonst waren. Aber danach war echt wieder wenig los. Insgesamt hier ein 1-0 geholt. Ja, man gewinnt das Ding halt. Brentford gewinnt auch wieder. Gucken wir mal gleich nach unten. Das ist natürlich das Interessantere für uns. Und da sehen wir, es sind 5 Punkte aktuell. Ne? 5 Punkte auf Nottingham. Wir haben noch 12 Spiele zu spielen. Wie gesagt, direkter Aufstieg, kein Thema mehr. Nur der Blick nach unten auf Nottingham. Und das sieht gut aus. Also wenn wir es schaffen, da knappe 10 Punkte bald mal dazwischen zu bringen, wenn wir es denn schaffen, dann wird das auf jeden Fall interessant. Ich meine, Playoffs, gerade wie so eine Serie, ist jetzt auch super spannend dann. Wobei ich natürlich gerne direkt aufgestiegen wäre, keine Frage. Aber gut, man muss mit der Situation leben, wie sie jetzt ist. Und ja, Leute, ansonsten muss ich ehrlich sagen, habe ich sonst nichts mehr zu sagen. Euer Valosche meldet sich fürs Erste ab. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen und bye bye.